Dann kommen wir zur Aufgabe 3. Die ist ein bisschen kürzer, zum Glück. Es können nicht alle Aufgaben so lang sein wie die Aufgabe 2. Bei Aufgabe 2 müssen Sie aufpassen. Das gilt für viele von den Aufgaben. Viele von den Aufgaben sind so gestellt in der Klausur, dass man sie mit dem Wissen, was man sich angeeignet hat, lösen kann, aber schon ein bisschen nachdenken muss. Und das ist natürlich auch was, wo ich hoffe, dass wir das mit den Übungsaufgaben, Tutorien und auch der Gruppenarbeit geübt haben. Und das ist natürlich auch später in der Anwendung in der VWL wichtig. Da ist ja nicht ein Professor dabei, der Ihnen immer sagt, was Sie rechnen müssen, sondern Sie müssen ja selber nachdenken. Und das ist bei vielen Klausuraufgaben deswegen auch der Fall. Also nicht bei allen, vielleicht auch nicht bei der Mehrzahl der Klausuraufgaben, aber zumindest bei einigen, dass sie in diesem Anforderungsbereich 3 sind, also im leichten, nicht allzu anspruchsvoll, aber doch Anforderungsbereich 3, wenn man das in der Schule sagt. Okay, hier geht es jetzt aber Aufgabe 2 um das Thema Höhenlinien. Hier sind Höhenlinien eingezeichnet. Wir wissen nicht genau, welche Höhenlinien das sind. Wir wissen nur, in welche Richtung die Funktion steigt. Und wir sollen jetzt sagen, um welche Funktion es sich möglicherweise handeln könnte. Ja, welche könnten es sein? Wir haben hier 6 verschiedene Beispiele angegeben, diese Dinger hier. Also auf jeden Fall sind die Höhenlinien ja geraden und sie haben auch den gleichen Abstand, also es ist keinerlei Krümmung irgendwo zu erkennen und deswegen muss es sich um eine Art Brett handeln, also um eine lineare Funktion und das bedeutet diese fallen raus, die und die, weil das sind keine linearen Funktionen. Und zweitens ist diese Funktion ja auch in x und y nicht symmetrisch, deswegen fällt diese Funktion auch raus, denn die ist ja symmetrisch in x und y. Da kann ich ja x und y einfach vertauschen. Jetzt bleiben nur zwei übrig und da ist es jetzt tatsächlich gar nicht so leicht zu überlegen, welche von den beiden die richtige Lösung ist oder eigentlich so schwer ist es auch nicht, aber viele in der Klausur hatten es damals falsch gemacht, da kann ich mich noch dran erinnern. Denn die Logik ist die folgende, dass wenn ich in Y-Richtung gehe, dann und ich gehe die gleiche Entfernung in Y-Richtung, dann überschreite ich doppelt so viele Höhenlinien, als wenn ich in x-Richtung gehe. Das heißt, die Funktion ist in y-Richtung doppelt so steil wie in x-Richtung. Und das bedeutet dementsprechend, das hier ist die richtige Antwort. Diese Antwort 3 fällt auch noch raus. Bei Höhenlinien muss man manchmal ein bisschen um die Ecke denken. Zum Beispiel, die Höhenlinien hier sind ja irgendwie fallend. Also könnte man sich auch irgendwie vorstellen, dass irgendwo ein Minusvorzeichen in der Funktion vorkommen muss, ist aber nicht der Fall. Logisch, denn wenn Sie hier die Höhenlinie ausrechnen würden, sagen wir mal, wir nehmen die Höhenlinie zum Niveau 1, dann, oder nehmen wir, ja, ich nehme mal jetzt 1, habe ich gesagt, also mache ich es auch, dann müsste man ja x plus 2y gleich 1 setzen und daraus folgt, y ist gleich 1 minus x dividiert durch 2 und das ist ja eine monoton fallende Funktion. Ne? Und diese Funktion hat die Steigung minus 1 halb und diese Funktionen hier, die haben ja auch alle die Steigung minus 1 halb, also passt genau. Ne? Okay, jetzt soll ich noch zweitens argumentieren, welches Vorzeichen haben die folgenden Ableitungen an einem bestimmten Punkt x gleich 5 und y gleich 5. Argumentieren Sie anhand der Abbildung. Okay, x gleich 5, y gleich 5, gucke ich mal. Das ist x gleich 5, y gleich 5. Dann bin ich ungefähr, ich habe jetzt nicht so perfekt gezeichnet, also ich vermute mal, wahrscheinlich, so sieht gut aus, bin ich ungefähr an diesem Punkt hier. Also genau auf der Höhenlinie, die ich da so diagonal eingezeichnet habe. Damit, welche Höhenlinie ist das eigentlich? Könnten wir uns ja dann überlegen. Dafür muss ich ja einfach x gleich 5 und y gleich 5 setzen. Wenn ich das mache, x gleich 5, y gleich 5, dann kommt da als Funktionswert raus 5 plus 2 mal 5, das ist 15. Das heißt also, dies scheint die 15er Höhenlinie zu sein. Okay. Spielt aber keine Rolle, danach ist er in der Aufgabe gar nicht gefragt. Welches Vorzeichen haben die folgenden Ableitungen? Die Ableitung
in x-Richtung von der Funktion, naja, in x-Richtung gehe ich also in diese Richtung, dann komme ich auf eine Höhenlinie. Ich weiß nicht genau, welche das ist. Ich weiß es schon, das ist die 20er, aber steht hier nicht mit dran. Aber auf jeden Fall weiß ich, es ist eine größere Höhenlinie. Und damit ist dann auch klar, dass dieses Ding hier positives Vorzeichen haben muss. Aus diesem Grund. Das müsste man jetzt noch mit dazu schreiben, dass man sagt, okay, wenn ich in x-Richtung gehe, treffe ich auf größere Höhenlinien, also von daher muss das Vorzeichen positiv sein. Jetzt kommt das zweite Ding hier. Die zweite Ableitung in y-Richtung. Naja, jetzt gucke ich mal. Ich gehe in y-Richtung, treffe auf eine größere Höhenlinie. Jetzt gehe ich weiter in y-Richtung, treffe auf noch eine größere Höhenlinie. Aber die Entfernung, die ich gehen muss, um auf diese größeren Höhenlinien zu kommen, ist immer gleich. Das heißt, ich gehe stetig immer mit der gleichen Steigung bergauf. Das bedeutet, die zweite Ableitung ist gleich 0. Also schreibe ich hier hin, gleich 0. Okay. Wenn die Höhenlinien immer enger würden, das würde bedeuten, es wird immer steiler, steiler, steiler. Und damit hätte ich dann zweite Ableitung positiv. Und wenn, ja, kann man sich, man muss es sich am besten versuchen, ein bisschen vorzustellen, denn wenn man versucht, das anhand der Regeln auswendig zu lernen, es gibt zwar Regeln, aber dann ist es doch relativ kompliziert. Denn wenn Sie eine monoton fallende Funktion haben, das könnte ja auch sein, wenn hier nicht steigende Höhenlinien stehen würde, sondern fallende Höhenlinien, wenn dann die Höhenlinien enger werden würden, heißt es ja, ich gehe bergab und es wird immer steiler und dementsprechend hätte ich eine konkave Funktion und dann wäre die zweite Ableitung negativ. Also, wichtiger Punkt, man muss versuchen, oder das würde ich empfehlen, versuchen, sich die Funktion vorzustellen und dann anhand der Vorstellung argumentieren. Es macht ein bisschen mehr Sinn, als so rein formalistisch zu argumentieren, denn da muss man sich einfach zu viel merken und es gibt zu viele verschiedene Fälle, die aber letzten Endes doch relativ logisch sind. Okay, ich glaube, das war's.